Ladies and Gentlemen, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster Review. Ja, und heute gibt es eine Dwelling Coaster für euch. Wie ihr im Titel auch schon gelesen habt, geht es heute um Jekyll and Hyde. Erbaut wurde das Ganze von dem Steam-Creator Floss. Ihr findet natürlich wie immer den Link zu dieser Attraktion unten in der Videobeschreibung zum Steam-Workshop von Floss, wo ihr dann das Ganze auch downloaden könnt. Ja, wir werden uns das Ganze jetzt hier mal bei Tag und bei Nacht anschauen. Und ja, es handelt sich hierbei um einen Dwelling Coaster, wie schon erwähnt. Also quasi zwei identische Achterbahnen, spiegelverkehrt gebaut. Ja, und gleich hier zu Beginn groß der Schriftzug Jekyll and Hyde. Es wirkt sehr verrückt, dieses Haus, dieses Stationsgebäude. Aber es ist nicht nur das Stationsgebäude, denn man sieht hier auch schon, hier wird auch durchgefahren und so weiter. Also man kann durchaus gespannt sein. Wir fahren erst einmal auf jeden Fall beide Achterbahnen bei Tage und dann auf jeden Fall auch nochmal beide beim Dunkeln. Und los geht's. Wir laufen einfach mal direkt in die erste Queue-Line rein. Und zwar von Jekyll. Also ich denke mal, das hier wird der Eingang sein. Schauen wir mal hinein. Also normalerweise, wenn man hier einen Weg baut, müsst ihr euch natürlich vorstellen, sind die Stützen weg. Kann natürlich auch unter Umständen sein, dass wir hier jetzt genau den Ausgang erwischt haben. Nein, ist aber tatsächlich der Eingang. So. Also auf jeden Fall sehr, sehr geil. Weil ich persönlich mag es, wenn die Queue-Line so ein bisschen verschlingelt und verschlängelt ist, gerade auch unter der Attraktion, was hier definitiv der Fall ist. Und das ist also das Stationsgebäude. Sehr, sehr cool gemacht, so ein bisschen ja labormäßig, sage ich mal. So eine Mischung aus Labor und Bibliothek gefühlt. So, ja dann, hätte ich gesagt, geht's direkt los. Die Frage ist, mit welchem Zug wir jetzt starten. Ich hoffe, es ist der grüne. Es ist der grüne, okay. Ja, sind ja im Endeffekt zwei separate Achterbahnen, also muss es der grüne sein. Los geht's. Da kommt Konfetti oder so raus. Richtig, richtig cool. Alter. Boah, wie geil. Alter, wie geil ist das bitte? Richtig, richtig cool. Ich finde auch eigentlich echt ordentlich lange Fahrt und macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Wahnsinn. So, sehr geil. Und dann geht's wieder raus. Hier geht's raus. Also definitiv cool. Lasst mich lügen, ich bin im Real Life bisher, glaube ich, nur einen einzigen Dwelling Coaster gefahren und das ist im Freizeitpark Efteling, die Holzachterbahn. So, auf geht's. Jetzt in Hyde. Ey, das hier ist auch geil gemacht. Also der Wartebereich richtig... Alter, da passiert was. Richtig, richtig schön angelegt, definitiv. Kann sich definitiv sehen lassen. Ich finde auch das Stationsgebäude richtig, richtig schön. Wahnsinn. So, alles klar. Das hier ist also tatsächlich wirklich identisch, muss man fast sagen. Außer ich glaube, ein paar Spinnweben sind hier drin. Aber auf jeden Fall richtig, richtig, richtig cool gebaut. Und dann hätte ich gesagt, nichts wie auf. In Hyde, sag ich schon. In, ja doch, in Hyde. Und auf geht's. Das ist richtig, richtig geil. Vermutlich die geilste Stelle überhaupt der Achterbahn.
Jawohl. Alles klar. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, Hyde hat mir von der Fahrt her an sich fast nochmal einen Ticken besser gefallen. So, den lassen wir jetzt einfach mal weiterfahren. Und ihr seht schon, so langsam dämmert es, das ist ein Zeichen. Denn ich switche jetzt einfach mal ganz kurz auf Nacht. So, Alter. Also ich muss sagen, das schaut schon echt episch aus, definitiv. Also definitiv richtig, richtig geil. Vor allem dieses Haus. Hammergeil, hammergeil. So, dann direkt wieder rein. Ich bin gespannt. Auf geht's. In Jekyll. Im Dunkeln, wohlgemerkt. Schauen wir mal, was das Ding jetzt so kann. Jawohl, wie geil. Boah. Und die Lichteffekte, Alter. Heftig. Wahnsinnig gut gemacht. Auch mit den Blitzen, die so einschlagen. Und immer wenn sie sich duellieren, dann diese Lichteffekte. Wahnsinn. Heftig. Also im Dunkeln, gerade mit den Lichteffekten, definitiv nochmal auf jeden Fall besser das Fahrerlebnis. Wahnsinn. So, ich lasse es direkt weiterlaufen. Aber das ist der Eingang. Und wir fliegen einfach mal hinein in Hyde. Ihr könnt ja gerne auch mal in den Chat schreiben, also in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht im Dunkeln. Also ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig cool. So. Mal schauen. Ach so. Okay. Dann warten wir mal einen Moment, denn es gibt nur einen Zug, der immer fährt. Macht natürlich bei einem Dueling Coaster auch durchaus Sinn, zumindest hier in der Form jetzt. Dann warten wir einfach eben, bis er wieder im Stationsgebäude ist. Sollte ja nicht allzu lange dauern und dann geht es auf jeden Fall wieder rund hier. Also richtig, richtig geil. So eine Bahn in echt, boah. Ich würde sie sofort fahren. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Lassen wir uns mal überraschen. Aber wie gesagt, hat mir ja selbst im Hellen von der Fahrt her nochmal einen Ticken besser gefallen. Mehr Action. Hammergeil. Hammergeil. Also ich glaube, das Ding würde sich zwar in Real Life, glaube ich, nicht ganz zusammen fahren, aber ich finde es trotzdem mega krass. Und auch die Lichteffekte natürlich.
Also Wahnsinn. Absolut genial. So. Dann lassen wir uns das Ganze hier nochmal von außen. Hoppala. Oh nein. So. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal von außen an. Von ein bisschen weiter weg. Wahnsinn. Also das sieht richtig, richtig genial aus, dieses Stationsgebäude und auch die Streckenführung an sich. Doch relativ kompakt auch, muss man sagen. Also es ist schon alles recht verschlingelt und verwinkelt. Wahnsinnig schön. Ja, also ich finde es auf jeden Fall eine super, super Attraktion. Great Job. Absolut genial gemacht. Schön umgesetzt, schön thematisiert auch. Und auch vom Fahrverlauf her abwechslungsreich auf jeden Fall. Und natürlich auch bei Nacht mit der Beleuchtung und den Lichteffekten auch während der Fahrt mit Trigger-Effekten und so weiter. Richtig, richtig schön gemacht. Ja, ich hoffe, dass euch das heutige Review, die heutige Folge Planet Coaster Review gefallen hat. Wir sehen uns natürlich nächste Woche Samstag wieder zu einer weiteren Folge Planet Coaster Review. Schreibt mir immer in die Kommentare, was ihr von dieser Attraktion hier haltet. Und ihr findet natürlich auch wieder den Link in der Beschreibung. Lasst gerne eine Bewertung da, einen Daumen nach oben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video, noch ein schönes Wochenende. Ciao, macht's gut.